Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich bin der Baume und wir sitzen hier immer noch auf der Luke von so einem komischen Schiff. Und ich versuche hier, das Ding zu hacken. Aber mein Joystick ist anscheinend nicht empfindlich genug, um jedes einzelne Ding hier rauszukriegen. Darum mache ich es jetzt mit der Tastatur, indem ich mal ganz kurz antippe. Aber es ist echt super empfindlich. Was ist das? Würmer? Würmer? Würmer klingt gut. Irgendwo hatten wir Imbiss, ne? Wir hatten schon ganz oft Imbiss. Würmer-Imbiss würde super passen zu Scarecrow. Das ist nämlich eklig. Wir haben bestimmt einige Würmer... Würmerklappe oder Befall. Arkham City. Nein? Würmerbefall? Nicht? Ist kein Hund mit Würmern? Imbiss, Imbiss. Wo war denn der Imbiss? Hier oben irgendwo, glaube ich. Würmer-Imbiss? Nicht? Okay. Klappe, Kostüm, nee. Ventil auch nicht. Bambus? Was sind das alles für Worte? Oh Gott. Bilanz? Da war doch gerade noch eins. Kostüm? Arkham City. Zur Hölle damit. Wachen? Gott, ey, das ist so scheiß empfindlich, das Ding. Ohne Mist. Eisbär ist auch Quatsch. Arkham. Schneid es rund um die Uhr. Schönen Dank, Mr. Freeze. Hacker. Hacker? Gab's hier nicht noch Gotham? Gotham. Ach du Scheiße. Abteil? Nein. Sag mal, ist das hier irgendwie eine Kombination aus allen Passwörtern, die wir jemals hatten? Sacke ich die Belohnung ein und kaufe mich frei. Alter. Ich, Schade. Batman. Batman-Kostüm wird es auch nicht sein. Jedenfalls, falls ihr das Spiel spielt, hackt die Klappe. Setzt euch hin, setzt euch eine Viertelstunde hin oder eine halbe oder eine ganze und hackt die Klappe. Ich habe erstmal Besseres zu tun. Und zwar will ich zur Enigma-Maschine. Wo ist sie? Genau. Wenn du mich schlägst, dann gehe ich zu Bruch. Doch anstarren kann ich dich trotzdem noch. Was bin ich? Ich schätze mal einen Spiegel. Haben wir das irgendwo? Ich habe irgendwo Spiegel gesehen. Oh. Da, jetzt geht das. Spiegel. Wie hast du das gemacht? Wer hat dir geholfen? Sag's mir. Eigentlich ist es egal. Komm und rette die letzte Wache. Sie wird genauso schockiert sein wie ich, wenn du nicht kommst, um sie zu retten. Die letzte? Wo? Alter, wo? Wo bist du? Ach, da oben, auf der Amüsiermeile. Na ja, klar. Ist ja klar. Die letzte? Quatsch. Du hast doch noch eine, oder nicht? Hat er noch eine? Wir haben 320. Es geht in 80er Schritten. Das heißt, bei 400 muss noch irgendwas passieren. Wollen wir wirklich so zum Riddler rein oder wollen wir uns vorher nochmal umziehen? Naja, ich mach mich erstmal auf den Weg. Da stand irgendwas mit Aussicht. Kannst du sehen, von wo aus der Wahnsinn seinen Anfang nahm? Warte mal kurz. Da will ich nochmal irgendwo meinen Grapple hochballern. Hui! Das ist so schön mit dem Grapple. Mit Catwoman kommt man da nicht so leicht hin. Ja, oder einfach mal darüber. Es wird mit Catwoman wirklich schwierig. Ah, ja. Ich weiß, wo alles seinen Anfang nahm. Nämlich auf Arkham Asylum. Das ist also die Insel. Da steht Arkham Asylum. Das stillgelegte Psychoklapsen-Verhör-Dingens-Anstalt-Gedöns, ne? Mit dem Leuchtturm. Und wir sehen sogar noch die Titanpflanzen von Poison Ivy, wie sie da hochwuchern. Aha. Weit, weit weg von der Stadt. Schön, das knipse ich mal. Die Aussicht. Kannst du sehen, wo der Wahnsinn seinen Anfang nahm? Verkauf von Arkham Island, das interessiert mich. Im Rahmen eines Arkham City-Projektes verkaufen neu gewählte Bürgermeister Sharp Arkham Island an Tiger. Aha, während der Pressekonferenz sagte er, dies ist ein fantastisches Geschäft für Gotham City. Arkham Island wurde an Tiger verkauft. Das heißt, dort gammeln auch noch Tiger-Leute rum. Haben die da jetzt so eine Art Festung oder was? So, ich will jedenfalls zum Riddle-Diddle-Gedöns.
Und da kann mich nichts von abhalten. Es sei denn, ich finde hier irgendwo noch eine Riddler-Herausforderung. Aber er hat hier gemeint, das sei das letzte Opfer. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass man das letzte Opfer erst bei 400 findet. Vielleicht sagt er ja nur, es ist das letzte Opfer, weil wir einfach zu blöd sind, um das wirklich letzte zu... Weil wir jetzt sterben, weißt du wie? Dass das ein Witz ist. Ja, ich finde es, glaube ich, unglaublich witzig. Okay, hier geht's rein. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen klopfen. Hallo, ich bin da. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Macht keiner auf. Warum macht denn keiner auf? Okay, dann gehe ich rein. Und, na komm, jetzt mit Schmackes. Sehr gut. So, pass mal auf. Lieber Enigma. Edward Nigma. Ja? Deadshot. Kennst du? Deadshot. Der sitzt auch schon im Knast. Das ist gut für mich und vermutlich dein Ende, Dark Knight. Was, wie? Zermartere dir gar nicht erst ein kleines Gehirn. Die Antwort ist natürlich mein letztes Puzzle. Wirst du diese dumme Wache retten? Wäre ehrlich gesagt ein Schocker. Ein Schocker? Also hat es was mit Strom zu tun. Bei diesen schlechten Wortspielen. Hilf mir, bitte! Es hat mit Strom zu tun. Wie du siehst, wird dieser Wache gerade schlagartig klar, dass sie sterblich ist und die Spannung nicht länger erträgt. Kannst du ihr helfen, ohne gleich wieder unter Strom zu stehen? Okay, das heißt, ich muss ganz gechillt rangehen an die Sache. Das wäre auch viel zu einfach gewesen, einfach rüber. Guck mal, der hat diese Sicherheitsgitter sogar so modifiziert, dass die jetzt grün sind. Und das sind doch die aus Arkham Asylum. Oder kommen die irgendwo anders in dem Spiel nochmal? Ja, die kommen in dem Spiel auch irgendwo anders nochmal vor. Was kann ich denn da? Wieso kann ich? Kann ich mich jetzt unsichtbar machen? Sieht mich der Riddler jetzt nicht mehr? Na Gott sei Dank. Was bist denn du? Wieso gehst denn du da? Was bist denn du für ein Gerät? Ich möchte mal kurz die Nase jucken, hier ist alles voller Rauch. Ja, ja, ist gut, reiß dich zusammen. Du hast so Gummistiefel an. Tu's doch nur so. Hoffe ich mal. Für dich. Für dein Wohl. Oh, ey, es krabbelt immer noch. Früher habe ich immer gedacht, eine juckende Nase ist so eine klassische Let's Player-Krankheit. Aber ich glaube, einem juckt einfach immer die Nase. Nur beim Let's Playen merkt man es halt. Bist du der Sache gewachsen und löst du das Problem? Oder bleibst du einfach nur enttäuscht und am Boden zerstört zurück? Am Boden zerstört? Alter, Riddler, lass die scheiß Wortspiele. Ja, du kannst es nicht. Es ist nicht lustig. Es ist peinlich. Ich mag's nicht. Wieso ist das rot? Wieso liegt hier Stroh? Es juckt immer noch. Wieso hängen da Riddler-Trophäen rum? Warte mal kurz. Geht das? Dass ich einfach mal diesen mache. Dann, was? Wie? Du hast dir also an meinem letzten Puzzle das Hirn zermartert und eine sehr vorhersehbare Lösung gewählt. Wie wird dein Versuch aussehen, das nächste Rätsel zu lösen? Du hast einfach mein Dings kaputt gemacht. Du hast einfach mein... Du hast mein Seil. Mein Seil. Habe ich das Falsche getroffen? Alter, mach keinen Scheiß. Auf Zeit auch noch. Aha. Dass du nicht vorankommst, schockiert mich, Dark Knight. Eine Ratte könnte diesen Raum lösen. Und man müsste ihr dazu nicht mal Käse anbieten. Okay. Die Dinger gehen bestimmt irgendwie an. Und der kann irgendwas... Ich würde sagen, wir schießen einfach mal drauf. Toll. Und wenn wir die einfach mal wegdrücken. Ich meine, die Pfeile zeigen schließlich nach links, ne? Mit Schmackes, komm schon! Sag bloß, wir können da jetzt durchballern mit unseren Dings. Nee. Oh, das läuft sogar noch besser, als ich es hätte vorhersehen können. Du bist orientierungslos, verwirrt und vom Riddler besiegt. Ja, vom Riddler besiegt ist jetzt nicht so... Weißt du, ich habe ja noch meinen Ferngesteuerten. Pass mal auf. So, in etwa. Ne? Hier hoch. Zack. Riddler, du machst doch die Rätsel, dass sie lösbar sind. Du musst doch wissen, dass ich die dann auch löse.
Wieso hängt... Wieso, wer hat denn den Teddy da gefesselt? Das ist ja mal voll gemein. Muss ich mich beeilen jetzt? Ich beeile mich mal lieber. Okay. Das ist ja gemein. So, einfach nur, dass ich nochmal eine gewischt kriege oder was. Da sollte ich wahrscheinlich nicht runter. Ich schätze mal, da krieg ich einen Stromschlag. Also springe ich einfach mal rüber. Hui! Armer Teddy. Kann man nicht knipsen, ne? Alter Schwede. Was haben die in den Spielen nur mit den Teddybären auf... Was hat das auf sich? Sind da Bomben drin? Ich meine, die sind überall, die Teddybären. Wie viele Fledermäuse braucht man, um meine Herausforderung zu lösen? Anscheinend mehr als eine. Gar keine. Das ist unlösbar. Aha. Ich habe mir diese Herausforderung ausgedacht, um dich zu besiegen. Ich glaube, es funktioniert. Ich fliege einfach mal da hoch, ja? Wenn ich da hochfliegen kann, dann sollte ich da auch mal hochgucken. Was haben wir hier? Was ist denn das da? Ich guck mich erstmal um, ja? Wenn es neben ist. Okay, ich kann also hier rüber. Hier oben ist noch irgendwas. Was auch immer. Ich könnte theoretisch hier lang und dann durch dieses gefährliche Konstrukt durch und dann da drüben ankommen. Vielleicht sollte ich dem auch erstmal tun. Ich halte das allerdings für keine gute Idee, denn den Teil hatten wir bereits schon mal. Sowas haben wir schon mal gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Riddler uns das nicht einfach nochmal machen lässt. Ich probiere es trotzdem, einfach nur so, um es mal gesehen zu haben. Jetzt, Naja, was hält dich auf? Angst oder Blödheit? Deine Fallen vielleicht... Oh, ne, ja. Lestor-Achen. Eberflachen. Irre machen. Das ist gut. That looks good. Now I have to go there. Gut. 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 Ne. Vergiss es. Dein ständiges Gejammer konnte ich sowieso noch nie leiden. Löse dieses Rätsel. Wie kannst du darauf hoffen, diese arme, arme Wache retten zu können, wenn du nicht mal die einfachsten Herausforderungen bewältigt bekommst? Wieso? Nur weil ich mich dort nicht festhalten kann? Oh. So, ich komme da sicherlich einfach so drüber. Ja. Warte mal kurz, wir machen das mal so zur Abwechslung. Was haben wir denn hier? Der tobt sich anscheinend an den Teddybärchen aus. Ist das alles zu anstrengend für dein primitives Gehirn? Was haben wir denn hier? Wo kommen die denn her? Okay, Kinders. Ich würde sagen, hier ist erstmal Feierabend. Das ist aber eine ganz schön lange Strecke. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht wirklich... so schwer, es ist nur viel. Also so einen großen Umfang hatten wir bis jetzt noch nie beim Riddler. Aber es ist halt irgendwie, wie es schon die ganze Zeit ist. Man sieht irgendwo so einen Elektromagneten und schießt mal halt drauf und dann passiert was. Ach komm schon, jetzt mal ehrlich. Der große Batman kommt auch ohne zu schummeln oder im Internet nach Lösungen zu suchen weiter. Hey, ich will meine Folge nur beenden. Wer sagt denn hier immer, dass ich irgendeinen Scheiß googeln würde? Meine Fresse. Goodie. Frechheit. Ich mache jetzt Schluss. Nächste Folge geht's weiter. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, dann sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal sage ich auf Wiederschauen. Und möchtest du einen Freund anrufen? Ach, wieso frage ich? Du hast sicher keine. Reingehauen. Wie lange soll ich warten, bis ich dir die Antwort verrate? Na komm, du hast doch bestimmt noch so einen Spruch auf Lager. Hä? Komm.